Herr von Hassel, Sie sind jetzt seit 2 Jahren Bundesverteidigungsminister. Im Januar 1963 wurden Sie als Nachfolger von Franz Josef Strauß zum Bonner Minister ernannt. Ziehen Sie doch selbst einmal bitte die Bilanz aus Ihrer 2-jährigen Tätigkeit als Minister. Was haben Sie im eigenen Urteil erreicht? Was werfen Sie sich vor, dass Sie bisher versäumt haben? Bei einem so großen Komplex, wie es die Verteidigung ist, in der Beziehung zwischen Deutschland, der Bundeswehr, etwa und den Alliierten oder den großen Aufgaben innerhalb der Bundeswehr, ist es naturgemäß sehr schwierig, in 2 Jahren nun etwas so Grundlegendes zu erreichen, dass man heute sagen könnte, man zieht Bilanz und man nimmt Pluspunkte und Minuspunkte einander gegenüber. Ich glaube, dass ich eine ganze Reihe neuer Ideen gebracht habe, dass ich aber auch sicher manches noch nicht erreicht habe. Neue Ideen, wir haben eine Fülle von Umgliederungen vorgenommen im Ministerium, im Komplex der Luftwaffe, im Komplex der Marine. Wir haben eine Fülle von Einzelmaßnahmen durchgesetzt, um die personelle Situation, die bei uns schwierig ist, zu schließen, zu lösen. Wir haben eine Fülle von materiellen Maßnahmen, von Infrastrukturmaßnahmen aller Art getroffen. Wenn man eine Bilanz ziehen würde, wir haben es neulich einmal im Bundestag getan, dann ist es schon eine sehr groß angelegte Bilanz. Und trotzdem gibt es eine Reihe von Punkten, die ich noch nicht erreicht habe. Ich darf zum Beispiel eines sagen, ich habe noch nicht erreicht, was ich gerne möchte, eine völlige Neuordnung etwa auf dem sehr komplizierten Beschaffungswesen der Bundeswehr, auf dem Zusammenwirken zwischen Bundeswehr und der Wehrtechnik, in den ganzen Fragen der Instandsetzung des Nachschubes der Bundeswehr, da gibt es eine Fülle von Punkten, die noch nicht so sind, wie ich sie gerne haben möchte. Aber das ist nur eines von vielen Beispielen sicher, die in der Bilanz noch nicht in Ordnung sind. Als Sie seinerzeit vor 2 Jahren also der Nachfolger von Strauß wurden, Herr Minister, da hat man zwangsläufig Vergleiche zwischen Ihnen und Ihrem Vorgänger angestellt. Und dabei sagte man gern, Ihr Vorgänger habe viel Temperament, Originalität, auch gefährliche Sprunghaftigkeit besessen. Sie hingegen seien kühl, distanziert, von betonter Nüchternheit und Zurückhaltung. Dazu habe ich 2 Fragen. Zunächst einmal, stimmen Sie dieser Grundcharakteristik Ihrer Person selbst zu? Kühl, nüchtern, distanziert, zurückhaltend. Sicher, das mag schon so sein, dass derjenige, der mich beobachtet, ein Urteil dieser Art abgibt. Das Temperament, glaube ich, geht mir auch nicht ab. Ich habe das, glaube ich, neulich auch mal gezeigt im Bundestag, als sowohl der Verteidigungsminister Strauß als auch ich gemeinsam nacheinander ohne vorherige Absprache Reden hielten, die sich im Inhalt kaum unterschieden und ich glaube auch fast nicht im Temperament. Und dennoch sind wir Norddeutschen vermutlich ruhiger oder abwägender, wie Sie sagen, zurückhaltender und nicht wie unsere temperamentvollen Landsleute aus dem Süden und ständig kräftig temperamentvoll. Sie würden es aber bedauern, wenn man Ihnen Temperament absprechen würde. Ja, denn das wäre zum Beispiel falsch. Das Temperament, das Sie haben, das Sie als ein Norddeutsches bezeichnen, ist das seiner Art nach förderlich für die Führung eines Ministeriums? Garantiert das die kontinuierliche Geschäftsführung eines großen Verwaltungsapparats? Oder muss man daneben auch die Fähigkeit zum Denken in langfristigen Konzeptionen besitzen? Also ich glaube, dass beides zusammengehört. Das Denken in langfristigen Konzeptionen ist überhaupt eine Voraussetzung für die Verteidigung. Für Einzeldinge, die aber sofort entschieden werden müssen, meine ich, ist ein gutes Temperament durchaus förderlich. Ich darf Ihnen einmal sagen, was ich persönlich zur Frage der Langfristigkeit denke. Ich darf es vielleicht mal aus meinem Leben erzählen. Ich bin Tropenlandwirt gewesen. In den Tropen habe ich Kaffee gebaut und Sisal und Kokospalmen. Alles Produkte, die man nicht heute sieht und bereits im Sommer erntet oder im Herbst, sondern die man anlegen muss, lange geplant, auf lange Zeiträume, weil das Wachstum einer solchen Frucht, einer solchen Pflanze lange dauert. Ich bin also von Hause aus, von Berufswegen würde ich sagen, gewohnt, in langen Räumen zu denken und zu planen. Nur das erfüllt in meinem alten Beruf nachher auch die Möglichkeit, dass man wirklich eine Ernte einbringt. Wenn man also zurückblendet ins Verteidigungsministerium, dann muss man auch in einem solchen Apparat langfristig planen, damit auf die Dauer etwas Solides geschieht. Also insofern, glaube ich, traue ich mir zu, dass ich diese Langfristigkeit von früher her gelernt und übrigens als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident 8 Jahre hindurch praktiziert, in meinem neuen Amt ausgesprochen gut gebrauchen kann. Herr Minister, ein Mitarbeiter von Ihnen hat einmal gesagt, wenn Sie jemals zwischen den beiden konkurrierenden, sich aber auch ergänzenden Prinzipien des demokratischen Staates zwischen Freiheit und Ordnung zu wählen hätten, würden Sie vermutlich die Ordnung vorziehen. Stimmt das? Zunächst mal meine ich, dass beides zusammengehört.
Eine Freiheit ohne Ordnung ist auf die Dauer keine Freiheit. Man muss auf der einen Seite die Freiheit haben, auf der anderen Seite aber die Bindung. Und aus dieser, ich möchte sagen, Synthese aus Freiheit und Bindung, sagen Sie, aus Freiheit und Ordnung, entsteht überhaupt erst ein tragfähiges Ganze. Ich würde also nicht sagen, ich wähle zwischen diesem oder jenem, sondern ich setze voraus, dass beides zueinander gehört. Nun gibt es aber natürlich persönliche Neigungen auch gegenüber Prinzipien. Welchem dieser beiden Prinzipien gehört Ihre persönliche Neigung stärker, ohne dass damit die Neigung für das andere gar nicht vorhanden wäre? Ja, ich darf noch einmal wiederholen. Ich bin ein Mann, der sich zur Freiheit des Ganzen, zur Freiheit des Menschen bekennt, aber auch zum Ordnungsprinzip. Das heißt, wenn dieses Ordnungsprinzip nicht gegeben ist, nehmen Sie zum Beispiel mal den Staat. Wenn in einem Staat jeder Bürger tun und lassen kann, was er will, wird auf die Dauer dieser Staat keinen Bestand haben. Wenn sich der freie Bürger an seinen freien Staat nicht gebunden fühlt, sich nicht einordnet in diesen freien Staat, werden wir auf die Dauer nicht in Freiheit überleben. Deshalb sehe ich also nicht eine Wahl zwischen diesem oder jenem, sondern ich sage, beides gehört zusammen. Freiheit und Ordnung, Freiheit und Bindung in der Ordnung gehört zusammen. An welchen öffentlichen Tugenden, Herr Minister, scheint es Ihnen heute im Nachkriegsdeutschland besonders zu fehlen? Ja, darf ich zunächst mal dieses sagen, was uns abgeht. Ich komme zurück an das Thema, das wir eben behandelten. Ist dieses Verantwortungsbewusstsein für den Staat. Das Bewusstsein dafür, dass der Einzelne seinen Staat mitzutragen hat. Der Staat ist ja nicht irgendetwas Anonymes. Es ist ja nicht eine Figur, die über den Wolken schwebt. Der Staat sind letztlich wir alle gemeinsam. Wir müssen uns also wir gemeinsam für die Gemeinsamkeit des Staates verantwortlich fühlen. Wir müssen uns an diesen Staat gebunden wissen. Wir müssen also diesen Staat mittragen. Und wenn sich jeder nur distanziert und sagt, ich habe keine Zeit, ich habe meinen Beruf, ich muss meinem eigenen Betrieb nachgehen, meinem eigenen Job nachgehen, und da habe ich noch eine Familie und ich habe das Bedürfnis, freie Zeit zu haben und meine freie Zeit will ich nicht noch für andere Dinge opfern, dann wird eines Tages der Staat nicht mehr getragen werden können. Es setzt voraus, der Staat wird tragfähig sein, wenn wir uns als eine unserer Tugenden an diesen Staat gebunden fühlen und für diesen Staat uns mit einsetzen. Bitte, das ist nur einmal ein Thema. Der staatsbürgerliche Begriff, die Verantwortung des Einzelnen für seinen Staat, setzt voraus, dass man bereit ist, für diesen Staat mitzuwirken. Oder etwas in den engeren Raum bezogen. Zumindest bin ich so erzogen, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern dass man auch an seinen Nachbarn denkt, an den anderen denkt. Dass man zum Beispiel als Staatsbürger darüber nachdenkt, was hat der andere, der Nachbar oder das Gegenüber, was haben die eigentlich für Sorgen, was haben die für Nöte. Da wird man es meistens feststellen, wenn man es nüchtern, objektiv betrachtet, dass der andere wahrscheinlich größere Sorgen hat als man selbst. Ich finde, zu den Tugenden eines Menschen gehört, dass man sich auch um den anderen kümmert, dass man sich seiner annimmt, dass man versucht, wenn er Nöte ist, ihm irgendwie innerlich beizustehen. Und ich meine, wenn Sie einmal das Ganze durchdenken, dann werden Sie feststellen, dass dieses für einen anderen Einstehen, für den Staat Einstehen, etwas freiwillig zu übernehmen, heute in unserem Staate leider sehr klein geschrieben wird. Worauf führen Sie diesen Mangel an öffentlichen Tugenden zurück? Ich glaube auf zweierlei. Das eine, diese Strapazierung des Bürgers für seinen Staat in der zurückliegenden Zeit nach 1933. Hat sich ein so hohes Maß erreicht, dass man irgendwie nicht mehr wollte, man Abstand nahm, nachdem das, wofür man sich eingesetzt hatte, zusammengebrochen war, der Staat zusammengebrochen war, dass das sicher dazu führte, dass in weiten Bereichen der älteren Generation vielleicht dieses Bewusstsein für andere und für den Staat da zu sein, überstrapaziert worden ist. Obwohl ich aus meiner Beobachtung hinzufügen möchte, Sie finden unter älteren Menschen dieses alte Gefühl, für andere mit einzusetzen, sich einzusetzen, für den Staat mit da zu sein, sich mit zu bekennen und mitzutragen, sehr viel verbreiteter als in der jungen Generation. Und auf der anderen Seite einfach die Entwicklung, die gesellschaftspolitische Entwicklung bei uns in Deutschland hat sicher dazu geführt, dass jeder zunächst einmal an sich selber denkt und eben für den anderen zu wenig Zeit hat, auch nicht darüber nachdenkt, dass eigentlich nur dann er selber, der junge Mensch, in Freiheit leben kann, wenn ihm der Staat erhalten wird. Er fordert vom Staat, ohne, lassen Sie mich mal ruhig sagen, mit einem Worte von Kennedy. Kennedy hat ja beim Amtsantritt als Präsident gesagt,
Fragt nicht, was der Staat für euch tun kann, sondern fragt, was der Staat, was wir für den Staat tun können. Dass dieses Wort Kennedy im Grunde genommen bei uns unbekannt ist und dass es sehr unpopulär ist, dem jungen Menschen einmal zu sagen, denk darüber nach, was du für deinen Staat zu tun hast. Herr von Hassel, Sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, beide schon erwachsen. Wie haben Sie Ihre Kinder erzogen, um ihnen diese Tugenden nahezubringen? Gibt es ein Erziehungsprinzip des Vaters, Hassel? Ich glaube, dass meine Kinder das Gefühl dafür haben, dass sie, in dem Sinne, des eben nannte, dass sie auch wirklich für andere mit da zu sein haben. Ich habe persönlich den Eindruck, dass sie das irgendwie, ohne dass man es ihnen dauernd sagt und ohne dass man sie es fühlen lässt, irgendwie doch in diesem Gefühl mit groß geworden sind. Ich habe in einer Ihrer Reden, Herr von Hassel, folgende Passage gefunden, wenn ich vorlesen darf. Wir wissen, dass die hemmungslose Problemoffenheit der Intellektuellen nicht zuletzt dazu beigetragen hat, dass es in der Weimarer Republik zu dem Verfall aller verpflichtenden Wertvorstellungen kam. Es ist heute außerordentlich gefährlich, diese, zweifellos interessante, Labilität des öffentlichen und geistigen Lebens als Leitbild geistiger Freiheit zu preisen. Soweit das Zitat von Ihnen. Dazu einige Fragen, Herr Minister. Zu einem wirklichen, effektiven Einfluss sind Westdeutschlands Intellektuelle auf die Politik der Bundesrepublik eigentlich nicht gelangt. Sie sagen es selber und beklagen sich, dass sie in einer Art Schmollwinkel stehen müssen. Wie erklären Sie sich die Resistenz der westdeutschen Gesellschaft gegenüber der Opposition der Intellektuellen? Ich weiß nicht, ob wir Politiker an dieser Situation ganz unschuldig sind. Es ist sicher nicht immer gerade ein strahlendes Bild, das die Politik bietet. Und man wird manchmal sagen, ach, das ist ja eine schreckliche Gesellschaft und das ist ja eine dolle Bande dort oben. Die Acht, wie sie sich hier benehmen oder dort benehmen, ist nicht so, dass man also sich dann dahingezogen fühlt. Und nun, ich sage es jetzt einmal, als Intellektueller den Versuch unternehmen möchte, in dieser politischen Arbeit entweder mitzumachen oder auf sie einen Einfluss zu gewinnen. Nun stehe ich persönlich ja seit anderthalb Jahrzehnten in der Politik und mein Eindruck ist immer der gewesen, dass es nicht so gesehen werden darf, Politik verdirbt den Charakter, sondern dass zuweilen gesagt werden müsste, schlechte Charaktere verderben die Politik. Dass also sicher in der Politik manches nicht so ist, wie sich der Bürger und der Intellektuelle das vorstellt. Aber ich bin der Auffassung, dass man da nicht oben auf dem zweiten Rang sitzen bleibt und sagt, wir gucken uns das von oben an, sondern dass man dann bereit ist, hineinzugehen in eine Mitverantwortung. Und dann wird man doch sehr rasch sehen, dass man auch eine Einwirkung bekommen kann, dass man mitwirken, mitprägen, mitgestalten kann. Das ist eigentlich das, was ich, es kann sein, dass mein Urteil zu scharf ist, doch gewissen Schichten vorwerfe. Dass sie nämlich denen doch irgendwie von Hause aus die Geistesgabe mitgegeben ist, die von Hause aus eine entsprechende Erziehung und eine Bildung und Ausbildung, Weiterbildung genossen haben, dass sie eigentlich die Verpflichtung hätten, sich um diese Res Publica, um diese Dinge des öffentlichen Lebens, der Politik mehr zu bekümmern. Was ich tun kann, geschieht, um irgendwie eine Brücke zu schlagen zwischen dem Politiker und dem Intellektuellen, weil ich der Meinung bin, dass der Politiker vom Intellektuellen sehr viel lernen kann, dass der Intellektuelle auf der anderen Seite aber auch zu dem Politiker selbst einen positiven Eindruck gewinnen sollte. Sich nicht distanzieren, sondern eine Brücke zueinander finden. Ich kann mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, Herr von Hassel, dass Sie in dem, was Sie eben sagten, auch an Ihre Funktion als Vorstandsmitglied der CDU gedacht haben, als das Vorstandsmitglied einer Partei, die sich sehr bemüht, verdienstvollerweise bemüht, Kontakt zur intellektuellen Opposition zu erhalten. Ist das die volle Antwort gewesen auf die Frage, die sich ja stützte auf Ihr Zitat, in dem Sie den Intellektuellen große Gefahrenmomente zuschoben, indem Sie nämlich die Intellektuellen die Freiheit gefährdeten durch eine allzu große Problemoffenheit? Sie ganz persönlich, welche Einstellung empfinden Sie gegenüber Intellektuellen? Darf ich es mal etwas anders vielleicht beantworten? Und zwar nicht aus meiner Eigenschaft als einer der Vorsitzenden der CDU, sondern als Verteidigungsminister. Ich bemühe mich, die Brücke zu schlagen zwischen dem Soldaten und zum Beispiel der Hochschule, die beide einander sehr neutral gegenüberstanden.
Die Hochschule distanzierte sich, die Soldaten fanden, obwohl sie es wollten, kein richtiges Zueinander. Ich bemühe mich seit diesen 2 Jahren, Hochschule und Soldaten zueinander zu führen, das heißt, den Soldat und den Intellektuellen par excellence zueinander zu bringen, weil ich der Meinung bin, dass beide zueinander gehören. Und in derselben Art bemühe ich mich auch, den Intellektuellen heranzuziehen an die Politik, damit er einmal, ich möchte sagen, aus dem engeren Kontakt, dem engeren Gespräch mit den Politikern auch mal aus der politischen Sicht erfährt, was eigentlich Staat heißt und Politik heißt und was die Auseinandersetzung zwischen Ost und West bedeutet und was die Frage der Verteidigung heißt und was NATO und was große Gemeinschaften heißt. Das heißt, ihn, also den Intellektuellen, konfrontieren mit der Welt, in der wir Politiker nicht nur leben, sondern handeln müssen. Dass wir also beide zueinander finden. Jetzt komme ich zurück zum Militärischen, zwischen der Geisteswelt und dem Militärischen oder dem Politiker in der CDU und der Geisteswelt schlechthin. Sie haben nicht persönlich den Eindruck etwa, Herr von Hassel, dass die Intellektuellen sich Werten verpflichtet fühlen, die für Sie keine Werte sind, für Sie ganz persönlich? Ich habe den Eindruck, dass es gewisse Kreise gibt, die irgendwie in einer anderen Form denken als ich, die nicht das Verhältnis zwischen sich und dem Staat haben, wie ich es habe. Und wie ich es eigentlich als eine notwendige Voraussetzung, ich wiederhole das, was ich vorhin sagte, Herr Gauss, als eine notwendige Voraussetzung für den Bestand des Staates haben. Sie stehen problemoffen, Sie stehen nicht unmittelbar mitverantwortlich für den Staat, sondern Sie stehen daneben, Sie stehen abseits und haben das Gefühl oder das Verhältnis für den Staat nicht, dass ich oder auch andere Männer in der Politik, gleichgültig, wo sie politisch stehen, doch wohl haben. Eine andere Frage im Zusammenhang mit Ihrem Zitat über Intellektuelle und Gefahren, die von dieser Seite entstehen könnten. Man hat die westdeutsche Gesellschaft verschiedentlich das Ergebnis einer Restauration genannt, einer Restauration gutbürgerlicher Werte und Wertvorstellungen. Glauben Sie, dass es innerhalb dieser Restauration auch beklagenswerte Abkapselungen gegenüber modernen Gedanken einer modernen Gesellschaftspolitik gibt? Haben wir zu viel restauriert? Ich finde, dass das Wort Restauration zu häufig gebraucht wird und ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwie das Thema Restauration bei uns gängige Ware ist. Ich selbst bin zum Beispiel völlig frei von der Restauration. Ich bin ein Mann, der fest auf dem Boden steht, auf dem Boden auch seiner eigenen Heimat oder Deutschlands, des Vaterlandes oder wie Sie es formulieren wollen, und der versucht, in die Zukunft hineinzugehen. Das bedeutet also, dass man, ich wiederhole, von einem festen Boden, von einer Plattform aus diesen Weg nach vorne mitzuschreiten gedenkt. Restauration ist abkapseln, mit nichts Neuem zu tun haben, ja, nichts Neues einführen, keine neuen Gedanken, keine neuen Überlegungen, es möglichst so konservieren, wie es gewesen ist. Mein Eindruck ist, dass das ganz seltene Exemplare nur noch sind. Mein Eindruck ist nicht, dass irgendwo in der Politik, in einer breiteren Schicht der Politik, der politischen Verantwortung, dieser Gedanke überhaupt eine Rolle spielt. Herr von Hassel, welche sind die von Ihnen bevorzugten Dichter und Schriftsteller? Zunächst einmal dieses. Wenn ich eines bedauere in meinem Leben nach diesem Krieg, dann das, dass ich einfach infolge der vielen Arbeit, Aufbau einer Existenz mit all dem, was dazugehörte, nicht die Zeit gefunden habe, das zu tun, was ich gerne getan hätte, nämlich sehr viel zu lesen. Ich habe mich beschränken müssen auf ungeheuer viel dienstlichen Kram, den ich lesen muss. Ja, bitte nicht nur jetzt als Verteidigungsminister, vorher als Ministerpräsident oder in den anderen Funktionen, die ich gehabt habe, oder in der Politik, dass mir das, was ich gerne täte, wirklich lesen, einfach die Zeit nicht lässt. Ich bin ein großer Freund unserer norddeutschen Dichter, wenn ich Ihnen einmal nur den Namen Fritz Reuter nenne, die bei uns oben die Landschaft schildern, die Menschen schildern. Ich bin ein großer Freund dieser Zeit. Ich bin unter den Dichtern ein Freund des alten Shakespeare. Wenn ich kann, lese ich ihn gerne. Im Originaltext? Ja, im Originaltext. Bisschen mühsam, aber ich tue es gern. Ich füge eines noch hinzu. Wenn ich Zeit habe, Herr Gauss, dann gehe ich lieber in ein Konzert oder nehme ich mir lieber eine Schallplatte und höre Musik. Ich bin also ein Mann, der, das bedauere ich, und das ist ein Fehler, das ist eine Schwäche, der relativ wenig liest, was er gerne lesen möchte, und nur liest, was er lesen muss. Und wenn er Zeit hat, nicht mehr liest, sondern Musik hört. Wenn Sie Musik hören, was bevorzugen Sie dann?
Zunächst einmal bekenne ich, dass ich in der Beziehung Banause bin. Moderne Musik verstehe ich gar nicht. An moderner Musik liegt mir nichts. Dann und wann zwinge ich mich zuzuhören. Ich kann damit nichts anfangen. Es tut mir leid, an der Beziehung muss ich jede Kritik auf mich laden, die also jemand äußern kann, der zu einer modernen Musik ein Verhältnis hat. Ich bin ein großer Freund der alten Meister, ein großer Freund des Barock, ein Freund der Klassik. Ich bin persönlich ein großer Freund von Brahms oder Mendelssohn, Schumann. Aber dann ist es schon ein bisschen schwieriger, dann wird es schon ein bisschen seltener. Wie ist es mit Wagner? Ich bin also eingeladen worden vor 2 Jahren zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Ich gebe zu, ich bin gerne dort gewesen. Ich hoffe, dass Ihnen Ihre Landsleute keine Vorhaltung machen würden. Ich gehe lieber nach Salzburg als nach Bayreuth. Sie entstammen, Herr von Hassel, einer protestantischen, konservativen, stark national betonten Familie. Und entsprechend gelten Sie als Vorstandsmitglied der CDU, als Repräsentant des norddeutschen rechten Flügels der Partei. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang zunächst ganz allgemein fragen, wie viel bedeutet es für Ihr Selbstverständnis, ganz fest verankert in einer bestimmten Familientradition zu sein? Sind Sie sehr familienbewusst? Ich war als junger Mensch nicht familienbewusst. Irgendwie als Junge mit aufgewachsen zu 5 Geschwistern war diese Familienbindung nicht sonderlich stark. Wie es so unter jungen Menschen, unter 10, 12, 15-Jährigen ist mit Geschwistern, wir hatten kein gutes Verhältnis zueinander. Wir haben uns auch kräftig gekloppt. Das Verhältnis zu meinen Geschwistern und zur Familie ist eigentlich zunehmend gewachsen und ungemein eng geworden. Eigentlich aber erst als Erwachsener. Ich würde sagen, eigentlich erst als ich aus Deutschland 1935 wieder in mein altes Geburtsland zurückging, nach Afrika zurückging, das heißt also etwa mit 22 Jahren. Seither habe ich ein außerordentlich starkes Familienbewusstsein. Nicht nur ich, sondern meine ganze Familie, auch meine Kinder, auch meine Geschwister. Und ich meine, dass es sehr, sehr viel wert ist. Und das sage ich ruhig auch aus der Erfahrung meiner eigenen Jugend, sehr, sehr viel wert ist, dass man eine feste Bindung in der Familie hat. Dass man weiß, wie man zueinander gehört, dass man auch weiß, wo man herkommt. Nicht, dass man irgendeinen Dünkel äußert. Das ist in meiner Familie sowieso abwegig, sondern dass man weiß, was waren die Väter oder die Großväter, was haben sie zu Wege gebracht, was waren ihre Prinzipien. Und dass man aus dieser Familientradition dann schöpfen kann. Bei mir ist das aber erst relativ spät eingetreten. Also nicht, wollen wir sagen, schon als Junge, als Schüler, sondern erst später. Ihr Großvater, den Sie eben erwähnten, wurde 1887, Herr von Hassel, als Generalleutnant in den preußischen Adelsstand erhoben. Ihr Vater war Hauptmann der Kolonialschutztruppe. Sie selbst brachten es im Zweiten Weltkrieg zum Reserveleutnant. Ihr Sohn, Sie haben daneben eine Tochter, wie erwähnt, Ihr Sohn wird Bundeswehroffizier werden, aktiver. Er ist, glaube ich, jetzt Oberfähnrich der Marine. Nein, 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 Fähnrich. Fähnrich der Marine. Nicht Oberfähnrich, Fähnrich. Er wird Oberfähnrich werden. Und man kann sagen, es ist eine Familie von Soldaten. Schildern Sie mir bitte Ihre ganz persönliche Einstellung gegenüber dem Soldatenstand, dem Soldatenberuf, gegenüber dem, was man Soldatentum nennt. Welche Werte sehen Sie in diesem Stande verkörpert? Ich selbst bin, um das vielleicht erstmal aufzunehmen, selber ja nur während des Weltkrieges 5 Jahre Soldat gewesen und Leutnant der Reserve gewesen. Bei der Nachrichtentruppe? Ja, als Funker. Ja. Ich bin also nicht Berufsaufzieher und ich hätte, als ich mein Abitur machte, nicht den Berufsweg eines Offiziers gewählt. Aber aus Gründen, die im Augenblick hier keine Rolle spielen. Ich habe aber aus dem, was beispielsweise von Großvater oder Vater auf mich gekommen ist, aber vor allen Dingen aus meiner Begegnung während des Krieges mit dem Soldaten, und aus der ganzen Nachkriegszeit, in Sonderheit dann, als die Bundeswehr wieder aufgebaut wurde, doch irgendwie ein sehr gutes Verhältnis zum Soldaten. Und ich meine, dass es ein Stand ist, der irgendwie von Geist und Haltung her eine nennenswerte und eine Haltung hat, die persönlich mich sehr anspricht. Was ist das in dieser Haltung? Es ist Gradlinigkeit, es ist Ordnung, es ist Zueinandergehörigkeitsgefühl, es ist die Bereitschaft nach, ich darf es einmal sagen, vom unteren Grad nach oben auch wirklich zu gehorchen, es ist das Gefühl der Verantwortung von oben nach unten, diese Wechselwirkung.
Ich habe persönlich den Eindruck, dass doch die soldatische Erziehung zu Gradlinigkeit, Aufrichtigkeit, sagen Sie auch Treue, sagen Sie Kameradschaft, dass das doch alles für einen Mann Werte sind, die mindestens bei mir hoch eingeschätzt werden. Birgt dieser Berufsstand nach Ihren eigenen Auffassungen und persönlichen Erfahrungen auch Gefahren für den, der ihn ergreift? Ganz persönliche Gefahren? In eine Entwicklung gedrängt zu werden, die vielleicht nicht die volle Entfaltung der Persönlichkeit bringt? Also ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise folgende Gefahr besteht. Wenn der betreffende Soldat, ich nenne mal in der Ebene etwa eines Leutnants oder eines Oberleutnants, nicht wirklich zu einer Persönlichkeit geprägt wird, dann wird er auch zum Beispiel nach oben dienern oder Radfahren. Ich bin also der Meinung, und darum bemühe ich mich, dass der Soldat dazu erzogen wird, dass er auf einem festen Fundament, auf der Grundlage einer Persönlichkeit, auch immer nach oben dasselbe sagt, was er meint. Diese Schwierigkeit kann durchaus einmal eintreten, dass jemand glaubt, wenn ich hier offen meine Meinung sage, dann sind die Beförderungschancen schlechter, dann kommt man nicht weiter, dann geschehen für mich negative Entwicklungen in meinem Berufsweg. Und also schweige ich und gehorche nur. Ich persönlich versuche, alle in der Bundeswehr dazu zu erziehen, dass der Soldat auch seinem Vorgesetzten offen und aufrichtig seine Meinung sagt. Bin allerdings der Meinung, wenn dann entschieden ist von oben, dann hat er auch loyal den Befehl auszuführen. Aber bevor eine Entscheidung gefallen ist, so handhabe ich das in meinem Ministerium, haben mir die Männer offen ihre Auffassung zu sagen, auch wenn sie von meiner abweicht. Es könnte also hier durchaus eine Gefahr bestehen, dass man nicht offen seine Meinung sagt, aus persönlicher Befürchtung, man könnte unter Umständen darunter Schaden leiden. Glauben Sie, dass der Soldatenberuf auch heute noch nach den Entartungen moderner Kriege, die auch die Zivilbevölkerung nicht mehr verschonen, und nach der Entwicklung der Massenvernichtungsmittel, dass der Soldatenberuf auch heute noch eine Besonderheit unter allen anderen Berufen darstellt? Nein, er ist keine Besonderheit. Er ist nicht ein höherer Stand, er ist nicht etwas Besonderes, sondern er ist ein wirklicher Lebensweg, ein Beruf, wie andere Berufe auch. Der Soldat soll sich nicht besser dünken denn jene. Aber wogegen ich mich persönlich auch wehre und wogegen ich die Bundeswehr in Schutz nehme, dass man abwertend urteilt über den Soldaten. Darf ich es noch mal wiederholen an dem, was wir vorhin sagten über den Intellektuellen? Dass zum Beispiel vielleicht die intellektuelle Welt sagt, ach, das ist ja nur ein Soldat. Dass ein Soldat heute alleine vom Technischen her und von seinen übrigen Kenntnissen her ungeheuer viel in sich aufnehmen muss und damit ein Beruf ist, der eine kolossale Spannweite hat und außerdem, wie ich es eben sagte, auch in der Persönlichkeitsbildung Besonderes verlangt, dieses Abkapseln, etwas Besonderes ist der Intellektuelle oder etwas Besonderes ist der Soldat, ist falsch, man soll sie zueinander führen, so sagte ich es vorhin. Und so finde ich auch, dass jeder sich hüten sollte, etwas Soldat zu sagen, ich bin etwas Besseres. Sie haben unlängst den Soldaten empfohlen, nach Dienstschluss in Uniform auszugehen. Ja, was haben Sie damit bezweckt? Das will ich Ihnen sagen, wie ich darauf gekommen bin. Man hört ständig, dass junge Unteroffiziere oder auch Leutnante Offiziere sagen, wir haben noch kein richtiges Ansehen wieder im Staate gewonnen. Wir werden nicht richtig geachtet. Antwort von mir, wo fallt ihr eigentlich in diesem Staat auf? Wenn ihr nachmittags um 5:10 aus der Kaserne geht, in Zivil, kann kein Mensch sehen, dass ihr Soldat seid. Wenn ihr wollt, dass ihr irgendwie wieder zu, ich sage es mal in Anführungsstriche, Ansehen kommt, dann wird es ja vielleicht auch richtig sein, dass sie auch nach Dienst in ihrer Uniform hinausgehen in die Stadt und sich draußen auch einmal in Uniform selber sehen lassen, dass der Bürger sehen kann, wie benimmt er sich eigentlich, was hat er für eine Haltung, was ist das für ein Kerl, was ist das für ein Mann, wie sieht er aus, was ist er? Und deshalb sagte ich, also wenn ihr euch dauernd nur beklagt, ihr werdet nicht irgendwie in der Bevölkerung angesehen oder habt keinen Kontakt zur Bevölkerung, überlegt euch, ob es nicht vielleicht auch daran liegt, dass die Bevölkerung euch gar nicht sieht. Zurück zu dem Familienhintergrund, Kai-Uwe von Hassels. Sie haben bereits auf Ihre Vergangenheit in Afrika hingewiesen und Sie sind tatsächlich am 21. April 1913 im damaligen Deutsch-Ostafrika, dem späteren Tanganyika, geboren worden, wo Ihr Vater nach seinem Dienst als Hauptmann der Schutztruppe Pflanzer geworden war. Nach 1918 mussten Sie mit Ihrer Familie nach Deutschland. Die Familie war enteignet.
Aber nach dem Abitur haben Sie eine Ausbildung begonnen, die zum Pflanzungskaufmann hinführen sollte. Sie haben eine Landwirtschaftslehre gemacht, Sie haben technische und kaufmännische Ausbildung gemacht und sind, wie Sie auch schon erwähnten, 1935 nach Deutsch-Ostafrika, dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, zurückgegangen. Dies ist ein Lebenslauf, der Detailaufschlüsse verlangt. Zunächst einmal, wie ist Ihr Verhältnis zu Afrika? Man sagt, wer es kennt, wer dort gelebt hat, kann es nicht vergessen. Wie weit gilt das für Sie? Ich würde sagen, es gilt eigentlich für alle Afrikaner. Zumindest die, die ich getroffen habe, werden alle sagen, Afrika ist ein großartiges Land, die Weite, die... Na, Afrika ist eben einmal einmalig und es zieht jeden zurück. Ich darf hier einen Satz dazu sagen, zunächst einmal. Ich habe viele Menschen getroffen in Afrika, denen es miserabel ging, die keinen Erfolg in ihrem Existenzaufbau hatten, denen es finanziell, wirtschaftlich, in jeder Beziehung miserabel ging. Und selbst diese sehnten sich später, wenn sie dann in Deutschland war, wenn man sie doch da immer wieder traf, hinaus. Ist also nicht etwa die Sehnsucht in ein Land, wo Milch und Honig fließt und wo alles großartig ist und wo Boys rechts und links einen bedienen, sondern es ist die Sehnsucht in ein Land, in dem die Weite und in dieser Weite man selbst allein gestellt ist. Da können Sie nicht zum Nachbarn gehen und sich Rat holen und fragen, was soll ich hier tun, was soll ich da tun, wie kann ich das machen, wie kann ich jenes machen. Da können Sie nicht telefonieren und sagen, es kommt einmal ein Klempner oder ein Monteur, ein Mechaniker und macht etwas heil. Sie müssen das alles im Grunde genommen selber können. Es ist also ein Land mit einer enormen Entscheidungsmöglichkeit für den Einzelnen. Er muss selbst dort sein Leben bauen. In einer fremden Welt, unter fremdem Klima, unter fremder Witterung, unter ganz anderen Umwelteinflüssen, in einer ganz anderen eingeborenen Welt, unter Afrikanern, muss er selber sich sein Leben zimmern. Das ist dies, was Sie gereizt hat? Das war das, was mich persönlich an Afrika fasziniert hat. Dass Sie also selber entscheiden müssen, selber nachdenken müssen, selber prägen, selbst alles machen müssen. Nicht, dass Sie nachher jeden Autoschlauch selber reparieren, aber Sie müssen wissen, wie man das macht. Nicht, dass Sie jedes Haus selber bauen, Sie müssen wissen, wie man es macht, Sie müssen anleiten können. Und dieses Gefühl, dass man in Afrika Verantwortung tragen muss, und also es lernt, Verantwortung zu tragen, ist das, was mich jedenfalls an Afrika fasziniert. Ich bin später ja manchmal gefragt worden, was halten Sie überhaupt von Kolonien? Sollte Deutschland wieder Kolonien erwerben, um Rohstoffe zu kriegen, also um Sisal ohne Devisen oder Ölfrüchte, Kokos und was zu bekommen ohne Devisen? Ist es ein wirtschaftlicher Vorgang? Antwort von mir, nein. Ich bin der Meinung, wirtschaftlich ist es interessant, aber im Grunde sekundär. Was mich persönlich immer gereizt hat, eigentlich ist nur die Frage, dass man als junger Mensch hinausgeht in diese Weite, draußen auf sich gestellt, die Welt kennenlernt, dort auch geprägt wird, um dann in einer späteren Zeit nach Deutschland zurückzukehren. Das war eigentlich das, was mich persönlich an Afrika so fasziniert hat. Die Weißen in Afrika haben es über Generationen hin aus sehr naheliegenden Gründen für eine selbstverständliche Hierarchie gehalten, dass sie oben standen und dass die Schwarzen unten standen. Dieses muss ein Problem für jemanden ihrer Generation sein, der das alte Afrika noch kennengelernt hat, als sie von 1935 bis 1940, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, als Pflanzungskaufmann im ehemaligen Deutsch-Ostafrika waren. Und der heute es ganz anders sieht. Wie, glauben Sie, werden die Weißen heute am ehesten damit fertig? Was ist der Standpunkt, den Sie erreichen müssen? Darf ich zunächst mal auf, ich möchte einmal sagen, die besondere deutsche Situation eingehen. Deutschland hat ja, wie Sie wissen, heute noch in Afrika einen ausgezeichneten Ruf. In den alten deutschen Schutzgebieten spricht man von der deutschen Zeit noch im Allgemeinen in höchster Anerkennung. Was war eigentlich, ich möchte sagen, das Geheimnis dieses deutschen Erfolges, dass wir, obwohl sie, so wie sie schildern, die hierarchische Ordnung hier weißer und dort weiter unten der Afrikaner, der Schwarze, sicher damals galt. Es war aber immer so, dass wir im Afrikaner den Menschen sahen, immer, die ganze Zeit der deutschen Kolonialgeschichte hindurch, dass wir uns um ihn bemühten, etwas für ihn taten,
Wir hatten zum Beispiel erstklassige Einrichtungen im ärztlichen Gebiet und diesen ganzen Tropen sind naturgemäß sehr viel mehr Krankheiten als bei uns in Deutschland. Wir bildeten die Afrikaner aus, wir bildeten sie zu Handwerkern daran, wir brachten ihnen Lesen und Schreiben bei. Wir hatten also immer ein sehr gutes menschliches Verhältnis zueinander. Deshalb ist auch für mich, der ich also dann ja vor dem Zweiten Weltkrieg wieder 5 Jahre da war, die heutige Entwicklung durchaus eine, ich möchte sagen, Selbstverständlichkeit gewesen. Die Selbstständigkeit, der eigene Staat, der von Afrikanern selber verantwortet wird. Die Frage kann höchstens einmal gestellt sein, ging das zu früh? Hat man genügend dazu vorbereitet? Gibt es eine breite Schicht, die diese neuen Staaten trägt? Das ist eine Extrafrage. Aber im Großen und Ganzen ist das, was ich heute, ich bin ja häufig wieder draußen gewesen, nach dem Kriege, eigentlich nicht überrascht. Bei dem Verhältnis, dass wir zueinander Afrikaner und Deutsche zueinander gehabt haben. Glauben Sie, dass das, was Sie eben über den deutschen Afrika-Kolonialismus gesagt haben, eine deutsche Besonderheit war, die sich prinzipiell von den Kolonialisierungsbestrebungen anderer Länder unterschied? Ich kann mir vorstellen, dass es in dem Verhältnis des Einzelnen zum Afrikaner, um im afrikanischen Kontinent zu bleiben, sicher anders aussah zwischen dem Deutschen und dem Afrikaner und etwa dem Engländer oder dem Franzosen oder dem Italiener oder wer und dem Afrikaner. Ich glaube schon, dass das eine Art gewesen ist, die wir sehr gut beherrscht haben und sehr gut auch entwickelt haben. Worauf führen Sie das zurück? Die Frage könnte ich Ihnen nicht beantworten. Ich würde es einmal so sagen. Als ich Anfang des Krieges aus Afrika zurückkam, Anfang des Zweiten Weltkrieges, und zurückkam und dann nachher gesehen habe, ich bin selbst nicht während des Krieges im Osten gewesen, aber davon gehört habe, welche Ungeschicklichkeiten in der Behandlung etwa der besetzten Völker im Osten geschehen ist, habe ich mich immer fassungslos gefragt, wie das möglich ist bei der ausgezeichneten Art der Behandlung der Deutschen den Afrikanern gegenüber. Dort haben wir im Osten völlig versagt, in Afrika haben wir einen großen Erfolg gehabt, aber ich kann Ihnen die Frage, die Sie also gestellt haben, nicht beantworten. Sie ist für mich selber ein nicht beantwortbares Phänomen. Ihrem familiären Hintergrund nach, Herr von Hassel, müssen Sie Ende der 20er Jahre zu den jungen Leuten in Deutschland gehört haben, die der Deutschen Republik feindlich gesinnt waren und von einem anderen Deutschland träumten. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Ich weiß nicht, woher Sie diese Überlegungen haben. Ende der 20er Jahre, damals war ich Obersekundaner, Untersekundaner, Obersekundaner, habe ich mich zwar um die Dinge, die in Deutschland vorgingen, mit großer Leidenschaft angenommen. Ich habe verfolgt, was war eigentlich los, als Stresemann starb, was bedeutet das? Was war plötzlich los, als der Zusammenbruch in Amerika, die Weltwirtschaftskrise begann? Was bedeuteten plötzlich die Arbeitslosen? Was war in der Weimarer Republik? Was geschah im Reichstag? Wann stürzte man Müller? Was passierte dort, dass mich das alles sehr irgendwie bewegt hat? Nun war ich in einem Alter, geboren 1913, also 1930 war ich 17 Jahre alt, in der man sich ja politisch selber nicht engagiert. Ich habe also nicht von irgendeinem Deutschland geträumt. Ich gebe zu, dass ich als junger Mensch kein besonderes Verhältnis zu Weimar gehabt habe. Das, was im Reichstag vor sich ging, wie eine Regierung gestürzt wurde, eine andere mühsam entstand, zu schwach, zu schmal in ihrer parlamentarischen Plattform dann wieder gestürzt wurde, das hat uns sehr berührt. Es hat uns mindestens nicht positiv für den Staat angesprochen, es hat uns irgendwie bedrückt. Aber von einem anderen Deutschland zu träumen, das gebe ich zu, dazu bin ich damals noch zu jung gewesen. Haben Sie es später getan? Haben Sie irgendwann nach Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft die Vorstellung gehabt, dieses könnte richtiger, besser, sinnvoller sein als das, was vorher gewesen war? Ich bin, Herr Gauss, 1935, Anfang 35, wieder nach Afrika gegangen. Als 22-Jähriger. Ich habe Anfang 33 das Abitur gemacht. In diesen 2 Jahren hatte ich mit meiner persönlichen Berufsausbildung für Afrika eine Spezialausbildung. So viel zu tun, dass ich eigentlich relativ wenig mich um politische Dinge damals gekümmert habe. Ich gebe aber zu, dass bei mir noch ein anderer Punkt wesentlich gewesen ist. Ich war in einer Jugendbewegung, der Kolonialjugend. Die Kolonialjugend oder überhaupt der Gedanke, den wir damals angehangen haben, war unter dem Nationalsozialismus alles andere als irgendwie besonders im Vordergrund stehend. Er wurde aber auch nicht abgelehnt. Ich
Also, ich glaube nicht, dass man ihn bejahte. Ich entsinne mich eines Wortes des damaligen Reichslandwirtschaftsführers oder wie er gehießen hat. Der sagte, es wäre so unerhört, dass wir die großen Gedanken von Blut und Boden, die in den Osten abzielten, verkafferten. Das war eigentlich ein Wort, das mir haften geblieben ist und das eigentlich bei mir den Ausschlag dafür gab, dass ich mich seinerzeit nicht bemüht habe. Ich bin dann rausgegangen, wieder 1935. In Afrika selbst, ich sagte, in den Weiten, wo man allein auf sich gestellt ist und keinen Nachbarn hat, gewinnt man zu der, wollen wir sagen, zur NSDAP, zu einer politischen Partei, keinerlei Verhältnis, aus diesen ganzen ostafrikanischen Verhältnissen völlig erklärbar. Und bin zurückgekommen, Anfang des Krieges, also bin Soldat geworden und habe mich dann als Soldat bemüht, meine Pflicht zu tun. Als Soldat draußen, zwar nicht im Osten, aber dann die ganzen letzten Jahre im Italienfeldzug. Und habe eigentlich zu der Politik in diesen ganzen Jahren keinerlei Kontakt gehabt. Bitte, wenn ich also in Deutschland geblieben wäre, wenn ich hier meinen Beruf in Deutschland gehabt hätte, ob ich dann einen gewissen Zugang gefunden hätte zum Nationalsozialismus, wage ich zumindest nicht mit klarem Nein zu beantworten. Aus der damaligen Situation junger Menschen heraus kann ich mir vorstellen, dass es einen doch irgendwie angesprochen hätte. Die meisten Auslandsdeutschen, Herr von Hassel, zu denen Sie ja auch vorübergehend gehörten, haben aus naheliegenden Gründen ein besonders ausgeprägtes Nationalgefühl, das wohl aus der Diaspora-Situation sich erklärt. Bis zu einem gewissen Grad scheint durch dieses vielleicht überbetonte Nationalgefühl die Weltläufigkeit, die das Leben und Arbeiten in einem fremden Land unter fremden Menschen vermitteln kann, wieder eingeengt zu werden. Wie ist das für Sie persönlich gewesen? Welche Bereicherung, welche Entwicklungsmöglichkeiten haben Sie dadurch gewonnen, dass Sie im Ausland arbeiteten? Haben Sie Vorlieben und Abneigungen gegen andere Völker entwickelt? Welche? Das ist ja gleich ein ganzes Bündel von Fragen. Darf ich zunächst mal Folgendes sagen? Meine persönliche Liebe zu meiner Heimat und auch die Liebe zu Deutschland ist bei mir eigentlich erst entstanden, nachdem ich wieder in Afrika war, also nach 1935. Wenn Sie nämlich draußen fern der Heimat sind, ich darf es mal ein bisschen romantisch oder pathetisch ausdrücken, dann merken Sie eigentlich erst, was einem die Heimat bedeutet. Und dann gewinnen Sie persönlich, jedenfalls ist es mir so gegangen und ich glaube vielen anderen Auslandsdeutschen auch, dann gewinnen Sie zur Heimat ein anderes Verhältnis, wahrscheinlich ein anderes Verhältnis, als wenn Sie dauernd in Deutschland geblieben wären. Wer die Heimat verloren hat, beginnt es, sie zu lieben. Das wird Ihnen jeder Vertriebene sagen. Wer die Freiheit verloren hat, beginnt erst die Freiheit zu lieben, nachdem er sie verloren hat und weiß, was es bedeutet. Also insofern hat Afrika für mich die Bedeutung, dass ich erst den Wert einer Heimat, eines eigenen Vaterlandes dabei gesehen habe. Das Zweite, was mir Afrika gebracht hat, ist der Blick in die Weite, dass es nicht nur Deutschland gibt und nicht nur die Heimat, sondern dass es eben eine Welt gibt und dass wir in diese Welt eingebettet sind. Der kolossale, ich würde das einmal sagen, Gewinn schwerer Afrika-Jahre, mir ist in Afrika nichts geschenkt worden, schwerer Afrika-Jahre ist der, dass ich irgendwie einen Begriff bekommen habe für Weite, für die Welt, für andere Völker. Ich bin aber nicht in der Lage zu sagen, das eine Volk liegt mir mehr und das andere liegt mir weniger und die mag ich und die mag ich nicht. Ich beurteile das nicht. Ich habe ein Verhältnis zu diesen oder ich habe kein Verhältnis zu denen, aber ich fange nicht an zu werten, die taugen was und die taugen nichts und mit denen möchte ich Freund sein, mit denen nicht. Jedenfalls ist diese afrikanische Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg für mich insofern ein ganz großer Gewinn, als ich irgendwie aus der Enge Deutschlands, der Enge der Heimat herausgekommen bin. Was ich vorhin sagte, warum eigentlich Kolonien? Um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Weite in der Welt selber kennenzulernen, weil sie für ihre spätere Urteilsbildung, für ihren späteren Standort wahrscheinlich doch eine große Bereicherung darstellen. Sie gelten Ihrer Herkunft, Ihres politischen Standortes nach und auch nach dem, was Sie in diesem bisherigen Gespräch gesagt haben, als ein national gesinnter Mann, Herr von Hassel. Erläutern Sie mir bitte, was Nationalgefühl, Nation, Nationalbewusstsein für Sie heute bedeutet? Ich bin in meiner ganzen politischen Tätigkeit nach diesem Weltkrieg ein Mann, der sich darum bemüht, große Gemeinschaften in der Welt zustande zu bringen. Das ist ein bisschen vermessen, wenn ich das so sage, aber zu meinem Teil vertrete ich, wo immer möglich,
Europa zu schaffen, zu einer großen europäischen Union zusammenzukommen, zu einer atlantischen Gemeinschaft Ja zu sagen. Ich möchte aber sehr deutlich erklären, dass ich mir diesen Blick für große Dinge dadurch, glaube ich, erlauben kann, dass ich ganz klar auf dem Boden meiner eigenen deutschen Heimat, der eigenen Nation stehe. Es war nach dem Kriege bei vielen, auch bei jungen Menschen, gang und gäbe, dass man sich nicht mehr interessierte für das, was enge Heimat ist, dass man darüber hinaus sprang, dass man in großen Formeln über Europa sprach. Ich behauptete immer, es ist sehr viel leichter, einen weiten Horizont Europa in einer Rede zu behandeln, als etwa im kleinen Detail sich um die Dinge der Heimat selber zu kümmern. Ich finde, jedenfalls behalten ist das meine Grundlage, dass man eine Synthese finden muss zwischen einem ganz klaren Standort auf eigenem Boden, hier bei uns in Deutschland, und dann der Bereitschaft, ausgehend davon, dass auch andere auf diesem festen Boden stehen, zusammenzukommen zu einem, sagen Sie es Europa, zu einer Gemeinschaft, wie immer sie sein mag. Aus welchen Elementen, Herr von Hassel, setzt sich Ihr Nationalbewusstsein zusammen? Ich verstehe die Frage nicht ganz genau. Ich darf es vielleicht einmal... Bitte sehr. Bitte? Ist es Rückbesinnung auf deutsche Leistungen? Ist es Besinnung auf besondere Tugenden des Deutschen, die Sie sehen? Woraus setzt sich im Einzelnen das zusammen, dass Sie veranlasst, sich Ihrer Nation bewusst zu sein? Ja, Sie sagen, deutsche Leistung, deutsche Tugend. Bitte aber nicht in einer Form, dass man eben sagt, es gibt nur Deutsche, die was leisten. Es gibt nur Deutsche, die Tugenden haben. Es gibt also nur Deutschland, Deutschland über alles. Sie verstehen, was ich meine. Ich stehe auf einem Standort in einer deutschen Umgebung. Geprägt von Deutschen, geformt von Deutschen, aufgebaut von Deutschen, in Ordnung gehalten von Deutschen, verantwortet, verteidigt von Deutschen, aber eben eingebettet in ein großes Ganze. Ich bin der Meinung, wenn man diesen Standort, von dem aus man andere größere Dinge beurteilen kann, wenn man den nicht hat, wenn man irgendwie wurzellos ist, man könnte genauso gut hier leben, man könnte auswandern in die Schweiz, nach Frankreich, nach England und könnte es dort genauso gut machen, dann glaube ich, dass das einem das doch sehr erschwert. Man muss irgendwo zu Hause sein, wenn man von dort her gesehen etwas schaffen will, wie ich sagte, in Richtung auf ein größeres Europa etwa. Glauben Sie, dass Ihr Sohn dasselbe Nationalgefühl besitzt wie Sie, wie sein Vater? Oder gibt es einen Generationsunterschied? Nein, ich glaube, dass es auch die jungen Menschen heute haben. Aber eines erziehe ich meinem Sohn. Du darfst eben nicht nur dich selber sehen und nicht nur deine eigene Heimat und nicht nur deine Nation und nicht nur Deutschland, sondern du musst zusammenkommen auch mit den anderen. Mit deinem dänischen Nachbarn, mit deinem französischen Offizierskameraden, mit deinem englischen Kameraden, mit denen zusammenkommen. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht also ihn erziehen, nur auf seinem Standort zu stehen, sondern auch die Brücke zu schlagen zum anderen. Herr Minister, in Wahlkämpfen haben Sie als CDU-Redner gelegentlich einen sehr harschen Ton angeschlagen und von der Nüchternheit und distanzierten Kühle, die man Ihnen nachsagt, war da nicht immer etwas zu bemerken. Nun wird in Wahlkämpfen alles vergröbert. Ich würde fernab aller Wahlkampfhitzigkeit gerne Ihre Einstellung zur Immigrationsfrage kennenlernen. Darf ich vorerst ein Zitat aus einer Wahlrede von Ihnen bringen? Sie haben auf Willy Brandt gemünzt, vor der Bundestagswahl 1961 gesagt, ich bekenne mich als Deutscher, ich kann diese Schicksalsgemeinschaft nicht verlassen, wenn es mir persönlich gefährlich erscheint, und ihr wieder beitreten, wenn das Risiko vorüber ist. Soweit das Zitat. Ich wiederhole meine Frage, welche Haltung nehmen Sie, Herr von Hassel, gegenüber der Emigration unter der nationalsozialistischen Zeit ein? Zunächst einmal kenne ich eine große Zahl von Männern, die in dieser Zeit hinausgegangen sind, weil sie Verfolgte waren, weil sie aus Gewissenskonflikten glaubten, in Deutschland nicht bleiben zu können. Habe einen hohen Respekt vor diesen Männern. Sie werden nie ein einziges negatives Wort von mir über diese Männer der Immigration hören. Warum eigentlich habe ich das damals gesagt, Herr Gauss? Das ist gewesen im Jahr 1960 etwa, 60, Herbst ja. 1960 muss es gewesen sein, als die Sozialdemokraten, als ihren Kanzlerkandidaten, den Berliner Bürgermeister aufbauten, Herrn Brandt.
Er wurde damals aufgebaut etwa in der Form, dass man sagte, sicher, unsere früheren Kandidaten waren nicht zuchtkräftig genug, aber jetzt haben wir einen Mann. Und haben Willy Brandt oben auf ein Denkmal gestellt, oben auf einen hohen Sockel gestellt. Und haben gesagt, das ist einfach der Mann, der die Deutschen in die Zukunft führen soll. Wenn man ihn so schildert, dann allerdings, finde ich, soll man ein Wort dazu sagen, so wie ich es gesagt habe. Wenn man ihn aber einfach herausstellt und sagt, er ist der Kanzlerkandidat, er ist der Vorsitzende der Partei, er ist der Politiker der SPD, den wir als Kanzlerkandidaten ausstellen, in Ordnung, hat niemand etwas dagegen. Aber wenn man ihn als leuchtendes Idol eines Deutschen herausstellt, der großartige Qualitäten hat, das Deutschtum verkörpert, dann bin ich der Meinung, dass man ruhig einmal dazu ein Wort hatte sagen sollen. Was ist Ihre grundsätzliche Haltung gegenüber der Sozialdemokratie? Ich habe absichtlich nach der grundsätzlichen Haltung gefragt, Herr von Hassel. Wie weit sind Sie in bürgerlichen Denkkategorien aufgewachsen, noch immer der Meinung, dass die SPD keine Partei ist, die verglichen werden kann mit den anderen Parteien? Wie weit sehen Sie in der SPD noch immer die antibürgerliche Weltanschauungspartei? Ich bin zunächst einmal ein Mann, der sich zu dem parlamentarischen System aus hier Regierungsverantwortung und dort Koalition, und dort Opposition bekennt. Ein Parlament wird so lange gesund sein, wie auf einer breiten Regierungsgrundlage oder einer breiten Regierungsgrundlage auch eine breite Opposition gegenübersteht. Ich darf ein paar Bemerkungen machen, zum Beispiel zu unserem Nachbarlande Österreich. Dort haben sie eine ganz große Koalition aus den beiden, aus der Christlichen Partei Österreichs und aus der Sozialistischen Partei Österreichs und eine ganz kleine Opposition. Und diese ganz kleine Opposition kann die große Aufgabe einer Opposition, die Regierung zurechtzuweisen, sie zu kontrollieren, dagegen zu halten, einfach nicht erfüllen. Sie können nur dann eine Demokratie auf die Dauer tragfähig halten, wenn sie beides einander gegenüberstellen, eine kräftige Regierungsgrundlage und eine kräftige Opposition. Insofern bekenne ich mich immer zu der großen Aufgabe einer Opposition und habe auch die 10 Jahre, die ich Ministerpräsident oder Minister bin, danach gehandelt. Das schließt nicht aus, dass wir ganz kräftig Ärmel aufkrempeln und einander gegenüberstehen und temperamentvoll miteinander diskutieren. Aber ich bekenne mich zur Opposition im Prinzip und ich bekenne mich auch zu der großen Leistung, der großen Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei. Das habe ich nie bestritten. Ich glaube auch, dass es darüber gar keine Diskussion gibt. Sie galten und gelten noch immer, Herr von Hassel, aber eben doch als ein besonders ausgeprägter Typ eines konservativ-bürgerlichen Politikers, der in Wahrheit eine Verstärkung der Staatsautorität bevorzugen würde. Weisen Sie eine solche Definition Ihres politischen Verhaltens zurück? Sagen Sie, das ist falsch. So bin ich nicht. Ich habe vorhin, ganz zu Anfang unseres Gesprächs, gesagt, ich bekenne mich zur Freiheit und zur Ordnung, also zur Freiheit und zur Bindung an den Staat. Ich bin der Meinung, dass es gewisse Bereiche gibt, wo die staatliche Autorität nicht ausreicht. Frage ist, woran liegt das? Liegt das an den Organen dieses Staates oder liegt das an den Menschen dieses Staates? Ich weiß nicht, ob man eine solche Frage länger diskutieren kann. Es wird wahrscheinlich eine sehr langwierige Auseinandersetzung werden. Ich bekenne mich also dazu, dass die Staatsautorität bei aller Freiheit des Menschen, doch dass die Staatsautorität irgendwie unbestritten ist und dass zum Beispiel eine Kritik etwa an einer Regierung, an einer Koalition, die die Regierung trägt, immer Halt machen sollte, auch vor dem Staat. Dass man nicht immer gleich praktisch den Staat damit identifiziert, mit der Kritik, die man gegen die jeweilige Regierung der Partei, die einem also nicht passt, heranbringt. Sie sind, Herr von Hassel, 1946 in die CDU eingetreten. Sie waren nach der Kriegsgefangenschaft ins elterliche Haus nach Glücksburg zurückgekehrt und waren in der Kommunalverwaltung des Landkreises Flensburg angestellt worden. Wie begründete sich der Entschluss für Sie, Mitglied einer Partei zu werden und dann Mitglied der CDU zu werden? Ich bin aus dem Krieg. Ich war 5 Jahre Soldat und bin am Tage der Kapitulation in Gefangenschaft geraten, ein halbes Jahr in Italien in der Gefangenschaft gewesen, im Herbst 1945 nach Deutschland zurückgekehrt, in mein Elternhaus. Ich habe mich dann um eine Tätigkeit bemüht, nachdem ich zunächst mal Haus und Garten und Hof und so weiter in Ordnung brachte und bin in einer Landkreisverwaltung
der Verantwortliche geworden für Vertriebenenfragen und für Wohnungswesen. Also wem jemand etwas besonders Gutes antun wollte damals, dem gab er ein solches Amt. Das ist also sicher eines der schwierigsten gewesen, Wohnungen und Vertriebene in einem Landkreis zu ordnen, der auf 100 Einheimische etwa 120 Vertriebene hat. Das war im Landkreis Flensburg. Im Grenzkreis Flensburg. Das Wort Grenzkreis spielt eine Rolle auf die Antwort, die ich Ihnen geben möchte. Ich habe 2 Jahre dieses Amt gehabt. In diesen 2 Jahren vielleicht 7, 8 oder 9.000 Wohnungsfälle gelöst. Das heißt also, Vertriebene unterbringen müssen. Und nur das kam dann zu mir, was irgendwie Streit und Ärger gab. Sie können sich also vorstellen, was für ein amüsantes Amt das ist. Wenn man also 7.000 oder 8.000 Wohnungsfälle hat, dann sind das 7.000 oder 8.000 Menschen, die eine Forderung stellen. Und vielleicht 7.000 oder 8.000 Einheimische, die diese Forderung abwehren. Herr Gauss, in dieser Zeit habe ich also das deutsche Schicksal wirklich aus tausenden einzelner Beispiele gesehen. Die Vertriebenen, die Flüchtlinge, die Menschen in Not sind an mir von morgens bis abends vorbeigezogen. Ich habe mich bemüht, ihnen zu helfen, und ich glaube, es gibt gar keinen plastischeren Anschauungsunterricht über die Situation, in der sich damals Deutschland befand, als in einem solchen Amt Verantwortung für die Menschen zu tragen, die die Heimat verloren und nun dort Aufnahme finden sollten, bei denen, die Heimat behalten hatten. Aus dieser Situation aus, meinem Kriegserlebnis, dem Zusammenbruch und dieser schweren Zeit, habe ich mir gesagt, entweder wir krempeln alle die Ärmel auf und versuchen, Deutschland wieder in Ordnung zu bringen, oder die Dinge laufen und treiben und kein Mensch weiß dann, ob noch etwas nachbleibt, nämlich ob irgendwann wieder eintritt Freiheit und Ordnung, die Begriffe, von denen Sie vorhin sprachen. Gut, dies ist also der Grund, in eine Partei einzutreten. Ja. Warum nun also CDU? Das will ich Ihnen sagen. Ich brauche nicht zu erwähnen, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass es nicht die SPD sein wird. Bei uns oben im Norden Schleswig-Holsteins war damals allerorten die Bildung der Christlich-Demokratischen Union im Gange. Nicht eine zentrale Bildung, sondern eigentlich überall entstand sie. Und das war für mich die einzige Partei, die wirklich in Frage kommt. Eine Partei, die auf christliche Grundsätze sich gründet, sich aufbaut, eine demokratische Partei, eine Union. Herr Gauss, eine Union, das heißt ein Zusammenschluss nicht nur, ich bin evangelisch, etwa eines evangelischen Christen mit einem katholischen Christen, sondern eine Union weit darüber hinaus, zwischen Einheimischen und Vertriebenen und Flüchtlingen, zwischen den vielen Berufsständen, also eine wirkliche Zusammenfassung. Ich bin noch aus einem anderen Grunde in die politische Arbeit gegangen. Erstens, um wirklich also mitzuhelfen, zu meinem Teil irgendwie in Deutschland wieder aufzubauen. Dann aber, ich war in einem Grenzland. Und man weiß es heute eigentlich nicht mehr, was dort oben im schlesischen Grenzland nach dem Kriege 1945 geschehen ist. Wir wurden ja plötzlich konfrontiert mit einer Minderheitenauseinandersetzung hier, deutscher Herbergstaat, dort dänische Minderheit. Wir haben ja einen Kulturkampf, eine kulturpolitische, eine grenzpolitische Auseinandersetzung dort oben gehabt, von der man eigentlich annehmen müsste, im 20. Jahrhundert gäbe es so etwas nicht. Das mobilisierte uns dann und im Besonderen auch uns junge Menschen in der politischen Arbeit, eine Mitverantwortung zu übernehmen. Ist es richtig, dass Sie es seinerzeit einmal als im nationalen Sinne unwürdig bezeichnet haben, nach dänischer Butter und nach dänischem Speck zu gieren? Ja, wissen Sie, es ist nicht ganz einfach, wenn auf der einen Seite, auf der deutschen Seite, Nationalverbraucher leben müssen, die mit Lebensmittelkarten mit 5 Gramm Fettabschnitten herumschnippeln müssen. Und auf der anderen Seite das Bekenntnis zu einer dänischen Minderheit dazu führt, dass man neben den deutschen Lebensmittelkarten nun auch beispielsweise wirklich in großem Umfange Butter und was es so alles ist, bekommt. Das setzt schon bei dem Einzelnen eine Haltung voraus, dass er nicht dieser Verlockung von der anderen Seite her erliegt. Im Übrigen eines, was ich hier jetzt sage, ist rein theoretisch, denn in der Zwischenzeit haben sich, und ich meine, dass ich dort ein gerüttelt Maß mit habe gestalten können, hat sich das Verhältnis zwischen Deutschen und Dänen, zwischen den Minderheiten südlich der Grenze der dänischen und nördlich der Grenze der deutschen Minderheit ausgezeichnet entwickelt, und das Verhältnis zwischen Schleswig-Holstein, zwischen Deutschland und Dänemark ist ganz vorzüglich geworden, obwohl am Anfang dieser Nachkriegszeit
eben diese sehr harte Auseinandersetzung gestanden hat. Heute haben wir zueinander ein ausgesprochen gutes Verhältnis. Ihre politische Karriere, Herr von Hassel, begann zunächst auf kommunaler Ebene. Sie wurden in Glücksburg, wo das Haus Ihrer Eltern steht. Sie wurden in Glücksburg zunächst Bürgermeister 1947, dann Bürgervorsteher. Gefördert hat Sie seinerzeit sehr der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Friedrich Wilhelm Lübcke, ein inzwischen verstorbener Bruder des heutigen Bundespräsidenten. Wie ist Friedrich Wilhelm Lübcke auf Sie aufmerksam geworden? Ich sagte, ich wurde der Wohnungsmann des Landkreises. Damals war Lübcke noch nicht Landrat. Es war ein anderer Landrat, der verstarb später. Der gab mir einen Auftrag, in dieser wilden Zeit neue Bürgermeister zu suchen. Die Engländer hatten also einen Großteil der Bürgermeister abgesetzt und ich sollte also als Kenner der Verhältnisse neue suchen. Und da habe ich zum ersten Mal Friedrich Wilhelm Lübcke etwa im Dezember 1945 auf seinem Hof, er hat einen kleinen Hof südlich Flensburgs, aufgesucht, um mit ihm mich mal zu unterhalten, was können wir tun, wo finden wir Männer, die geeignet sind, diese kommunale Arbeit in ländlichen Gemeinden zu tun. Seither habe ich Lübcke kennengelernt, er wurde dann wenige Monate später Landrat, also war praktisch mein Landrat, ich war sein kleiner Angestellter und wir haben sehr viele gemeinsame Begegnungen gehabt. Ich war eigentlich so etwa der junge Mann von Lübcke. Ich habe in all den vielen, vielen politischen Schlachten entweder neben ihm gestanden oder statt seiner. Und er hat mir, und das finde ich ganz besonders bemerkenswert, als Älterer dem Jüngeren gegenüber alle überhaupt nur denkbare Hilfestellung gegeben. Er hat zum Beispiel sein eigenes Landtagsmandat nicht wieder übernommen und mir, dem weitaus Jüngeren, dieses Landtagsmandat angeboten, um also bewusst auch einen jungen Menschen in die Verantwortung hineinzuziehen. Friedrich Wilhelm Lübcke, ein alter Fahrensmann, er war an sich Kapitän, er ist nur auf alten Segelschiffen um die Welt gefahren, er war Landwirt, er war ein Mann, der Bücher geschrieben hat, abenteuerliche Seefahrtsgeschichten für die junge Generation, amüsant und spannend zu lesen. Er war ein Mann, der mir persönlich sehr viel gegeben hat, weil er mir auch in meiner Arbeit geholfen hat, weil ich von ihm wirklich habe lernen können. Wie erklären Sie sich das Interesse, das Lübcke an Ihnen nahm? Ja, Zufall? Das kann ich nicht. Das der glückliche kann ich nicht Zufall, sagen. Den man vielleicht, zu einer politischen vielleicht Karriere braucht? Vielleicht hatte die Arbeit, die ich zu tun hatte, mit Befriedigung gesehen, dass er sagte, der macht seine Arbeit ordentlich. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Wie steht es mit dem Ehrgeiz, Herr von Hassel? Ist es richtig, dass Sie in dem Bemühen, als Redner sich zu vervollständigen, Ihre Ansprachen auf Tonband sprechen oder gesprochen haben, abhören, überprüfen, verbessern, dass Sie also ganz bewusst auch an diesen äußeren Erscheinungen des Politikers arbeiten? Nein, das ist völlig falsch. Ich habe kein einziges Mal eine Ansprache auf Tonband gehalten und dann korrigiert und überlegt. Ich lasse als Minister der Verteidigung, alle Reden, die ich halte, auf Band aufnehmen. Höre mir nie eine Rede selber wieder an, bewahre sie eine Zeit lang auf, nur deshalb, wenn irgendwo mal in einer freien Rede vielleicht ein Wort gefallen sein könnte, das in der Verbreitung über Nachrichten oder Informationsdienste falsch ausgelegt ist, zu klären, was habe ich wirklich gesagt. Also rein aus Archivzwecken, nach einer gewissen Zeit werden sie gelöscht. Ich pflege also nicht, eine Rede vorher zu üben oder auswendig zu lernen. Das kann ich sowieso nicht auswendig lernen. Und ich pflege auch, eine Rede nicht nachträglich zu hören. Also ich weiß nicht, wer das erzählt hat, jedenfalls ist das falsch. Sie sind im Herbst 1954 Lübkes Nachfolger als Regierungschef in Schleswig-Holstein geworden und haben dieses Amt beibehalten, bis Sie Verteidigungsminister in Bonn wurden. Zwischendurch, im Jahr 1959, wurde Ihr Name einmal genannt, als die CDU auf der Suche nach einem Kandidaten für die Nachfolge von Theodor Heuss als Bundespräsident war. Dazu habe ich zwei Fragen. Zunächst allgemein zu Ihrer politischen Laufbahn. Welches Amt in Ihrer Karriere hat Ihnen bisher die größte persönliche Befriedigung verschafft? Welche Ämter habe ich gehabt? Wohnungsmann des Landkreises Flensburg. Ja, Bürgermeister. Dieses Amt möchte ich nicht missen. Es war ein Amt, das mir kolossal viel Erfahrung und Überblick und viel wirklich als Lehre mit auf den Weg gegeben hat. Dann war ich Bürgermeister meiner kleinen Stadt, ein Amt, das mir viel Freude gemacht hat, in dem ich auch, glaube ich, für meine Stadt habe viel wirken können. Ich war noch der Bürgervorsteher, also der Vorsitzende des Rates, bis ich hier Verteidigungsminister war.
Dann war ich Ministerpräsident, ein Amt, das mich sehr ausgefüllt hat. Mit viel Befriedigung habe ich dieses Amt gemacht. Übrigens ein sehr schönes Amt. Sie sind unbestritten Fürst König in Ihrem Land. Sie sind ein Mann, der selber prägen kann, der sicher viele fragen muss, aber der selber seine eigenen Gedanken entwickeln kann, gestalten kann, wie Sie vorhin sagten, langfristig planen kann. Ein Amt, das mir sehr viel Freude gemacht hat. Und das Amt des Verteidigungsministers, ein sehr schwieriges Amt, das werden Sie wissen, stellt mich jetzt vor die Frage, sollte ich eigentlich bereuen, dass ich dieses Amt übernommen habe? Dass ich aus dem schönen Schleswig-Holstein, auch ein schwieriges Amt dort, aber doch nicht in der Unruhe und der Unrast wie ein Amt eines Verteidigungsministers, sollte ich es bereuen, dass ich hierher gegangen bin? Bereuen Sie es? Nein, ich bereue nie etwas, was ich ohnehin nicht rückgängig machen kann. Ich bin also kein Mann, der sagt, ach, wäre ich doch geblieben und wie schade. Daran verschwende ich keinen einzigen Gedanken. Ich komme zurück zu der vorvorigen Frage. Sie sagten, Sie sind ehrgeizig. Ehrgeiz ist übrigens das Letzte, was man mir vorwerfen kann. Ich habe mich nämlich nie um irgendein Amt bemüht. Es gibt nicht ein einziges Amt, um das ich mich beworben habe. Eine Ausnahme. Im November oder Dezember 1945 als Bonusmann des Landkreises Flensburg, um überhaupt wieder eine Existenz zu begründen. Und ich bin damals benannt worden. Gegen meinen ausdrücklichen Willen. Darauf wollte ich jetzt gegen kommen. Gegen meinen ausdrücklichen Willen. Auch wenn Sie nicht benannt worden als möglicher Kandidat der CDU für das Amt des Staatsoberhaupts, auch wenn Sie sich nicht selbst darum bemüht haben, man hatte Sie benannt. Es heißt, dass man dann gesagt hat, Hassel ist zu jung, 1913 erst geboren. Nachdem Sie nun mal genannt worden waren, ohne dann offizieller Kandidat zu werden, hat Sie dieses geschmerzt? Aber nicht mit einem Satz. Ich habe einen ganz hohen Respekt vor dem Staatsamt, das der Bundespräsident einzunehmen hat. Ich halte die Begründung, Hassel war zu jung, für völlig richtig. Sie können keinen, nennen Sie es jungen Mann, damals 1949 war ich 1959 war ich 47 Jahre alt. Das halte ich in der Tat für einen Staatsoberhaupt zu jung. Noch aus einem anderen Grunde. Wenn man also zweimal fünf Jahre Staatsoberhaupt gewesen wäre, dann muss man sich praktisch zur Ruhe ziehen, muss ausscheiden. Dann wäre ich also 56 gewesen. Ich glaube, Sie werden mir zugeben, dass das also nicht gerade so angenehm ist, sich mit 56 bei dem, ich darf zurückkommen, dem Temperament, das ich habe, mich also mit 56 etwa zur Ruhe zu setzen. Dies bringt mich zu meiner letzten Frage, Herr Minister. Wenn es nicht das Pflichtbewusstsein, die politische Leidenschaft, auch die Routine gäbe, die Routine, die einen an dem Weg, auf den man einmal eingeschlagen ist, festhält, wenn es all das nicht gäbe und Sie in Ihrer Entscheidung ganz frei wären, dies ist meine letzte Frage, würden Sie als Politiker, unabhängig in welcher Funktion, weitermachen, weil es Ihre Leidenschaft ist, oder würden Sie etwas ganz anderes tun? Und wenn ja, was? Ich würde nichts anderes tun, sondern ich würde als Politiker weitermachen. Nicht aber, weil es meine Leidenschaft ist, sondern weil ich mich darum bemühe, zu meinem Teil an dem Aufbau seines Staates mitzuwirken. Das ist etwas, was mich allerdings persönlich leidenschaftlich berührt, und dafür habe ich gearbeitet und würde auch in Zukunft arbeiten.